Hier ist ZDF Kultur. Ihr seid live auf dem Melt-Festival. Und das sind Block Party. Der Open-Air-Sommer auf ZDF Kultur geht weiter. Und wir sind ja, Lukas, wir sind ja froh, dass die Band überhaupt hier ist. Die waren ja kurz davor, sich zu trennen. Jetzt die große Wiedervereinigung. Und die Fans sind draußen schon extrem laut. Ihr hört das wahrscheinlich zu Hause an eurem Fernseher. Wir haben die großartige Möglichkeit bekommen, überhaupt Backstage mit dieser Band da zu sein. Und das ist das Ritual kurz vor dem Auftritt. Man fragt sich dann schon, ne, was geht jetzt in den Leuten vor? Man ist, glaube ich, immer nervös. Also, wir sind auf dem Melt, das Ganze live. Tausende von Menschen vor der Bühne. Und ich finde es so geil, weil ich war selber extrem ängstlich, ob diese Band überhaupt nochmal zusammenkommen wird. Weil es war ja nach dem Solo-Projekt von Kelly, war es ja so, dass die halbe Welt gedacht hat, oh scheiße, Block Party, die gibt's vielleicht gar nicht mehr. Du hast sie ja interviewt, ne? Ja, ich habe Kelly vorhin getroffen und er hat auch gesagt, ganz ehrlich, ich wusste auch nicht, ob es die Band überhaupt noch gibt. Und jetzt sind sie also da, wieder da und haben ihr neues Album im Gepäck. Im August kommt's raus und wir werden heute Abend, hat er versprochen, natürlich auch neue Songs hören. Quasi okay. Zum ersten Mal in Deutschland neue Songs vom neuen Block Party Album, was schon echt richtig geil ist. Und ich find's wahnsinnig, weil das vierte Album jetzt und Silent Alarm, das Debüt, das war ja abgefeiert in der Presse ohne Ende. Album des Jahres in tausenden von Musikzeitschriften. Jetzt geht hier das Intro jetzt los. Jetzt geht's los. Kelly O'Carricky und Block Party gehen auf die Bühne. An dieser Stelle müssen wir aufhören. Jetzt seht ihr uns auch endlich mal. Hier ist Block Party live in ZDF Kultur. Viel Spaß. Viel Erfolg und viel Spaß.